Liebe Hörer, ich grüße Sie heute ganz besonders. Von mir gibt es diese Woche wieder einen Impuls. Ein Impuls zum kommenden Sonntag, einen Impuls für die Woche. Ich weile jetzt hier weit ab von Berlin, weit ab von Spandau in Schwetzingen. Ich schreibe gerade an einem Artikel. Einem Artikel, was einem noch einmal die Linie zieht von Spandau nach Schwetzingen. Mit besonderen Momenten und besonderen historischen Ereignissen. Mehr dazu später. Ich komme hier zur Ruhe, ich hole hier Atem. Ich habe viele Begegnungen und ich kann neue Gedanken fassen, um mich weiterzuentwickeln. Ja, um Ihnen auch neue Impulse zu geben für Ihr, für euer Leben und für euer Denken. Am kommenden Sonntag feiern wir den 11. Sonntag nach Trinitatis. Ich habe mir den Predigtext angeguckt. Er steht geschrieben im 1. Königebuch. Es ist die Bitte Salomos nach Weisheit. Ist es nicht nach Weisheit, nach der wir alle streben? Ein offenes Herz zu haben, ein sehendes Herz, wie Saint-Exupéry es bezeichnet? Ja, wir befinden uns in der Zeit der Festspiele. Wir müssen da nicht nur nach Bayreuth schauen, sondern auch an andere Orte. Musik tut gut. Musik ist das, was bewegt. Ich habe gerade in der Bibliothek meines Vaters geschaut und habe ein Heft gefunden aus dem Jahre 1986, als ich das erste Mal in Bayreuth war. Zum Parsival. Sie hören die Klänge im Hintergrund. Lassen wir uns ein auf diese Musik, lassen wir uns ein auf diese besonderen Momente. Auch wenn es draußen mal regnet, lassen wir die Sonne in unser Herz. Es ist auch gut, viel unterwegs zu sein. Heute war ich in Karlsruhe und ich bin vor allem Siegfried Weber, dem stellvertretenden Dekan dort, dankbar für die Zuversichtsgedanken, die er Woche für Woche liefert. Hier in Karlsruhe in der Begegnung mit Professor Frank Thyssen haben sich neue Dimensionen des Denkens und Handelns aufgetan. Davon profitiere ich auch bei der Vorbereitung der neuen Impulse. Ich hoffe, Sie können etwas mitnehmen in Ihren Alltag, in Ihr Leben, in dem, was Sie denken. Ein großes Ausrufezeichen am Ende meines Vortrages: Lassen Sie die Musik in Ihr Herz, lassen Sie die Sonne in Ihr Herz, lassen Sie Weisheit in Ihr Herz. Ich wünsche Ihnen gute Tage, erfüllte Tage. Frank Bürger, Pfarrer im Ehrenamt, Religionslehrer und Journalist.